Wir schreiben das Jahr 1962. Opel hat seit 3 Jahren den neuen Kapitän P2,6 im Programm. Er verkauft sich mit knapp 10.000 D-Mark hervorragend und wird bis zum Ende seiner Produktion mit 145.000 Fahrzeugen der meistverkaufte Sechszylinder von Opel werden. Neben ihren Ansprüchen an Qualität und technische Perfektion bestimmt viel Persönliches ihre Vorstellung von dem Wagen, den sie fahren wollen. Nach ganz persönlichen Gesichtspunkten stufen sie die Liste ihrer Wünsche ab. Setzen sie die Akzente auf Größe oder Komfort, Fahrruhe, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Kraft oder Zuverlässigkeit. Und in jedem Fall bietet der Opel Kapitän alle Vorzüge, die Sie sich wünschen. Ein durch und durch kultivierter Wagen, der Eindruck macht und Ansehen verschafft. Durch die Summe seiner guten Eigenschaften ist er spürbar überlegen und eine unbestrittene Autorität im Straßenverkehr. Sie besteigen Ihren Salonwagen Opel Kapitän. Viel Raum und Helle, wohin der Blick fällt. Behaglichkeit und Bequemlichkeit, wie in den eigenen 4 Wänden. In allen Details zeigen sich Geschmack und Stilempfinden. Wie angenehm und unbeschwert das Reisen im komfortablen Kapitän ist, erfahren Sie mit jedem Kilometer. Die sorgfältig abgestimmte Federung nivelliert auch grobe Unebenheiten. Schneller Spurt, kraftvolle Beschleunigung. Der sprichwörtlich leise Sechszylindermotor mit 90 PS wahrt stets den guten Ton. Gute Sicht nach allen Seiten gibt Ihnen das Gefühl der Sicherheit, weil Sie über das Geschehen ringsum im Bild sind. Sie reisen in Ruhe. Sie sitzen bequem in gut geformten Polstern. Wenn es nötig ist, erlaubt der Kapitän das Fahren mit 6 Personen. Angenehm, wie selten der elastische Motor Schaltwünsche an das Dreiganggetriebe anmeldet. Dabei hat der Kapitän einen moderaten Benzinverbrauch von 12 Liter Super und Sie brauchen nur selten den 55 Liter Tank zu füllen. Das Patent für große Fahrt bringt der Kapitän gleich mit. Vom Start weg beherrschen Sie den großen Wagen virtuos. Alle Bedienungsinstrumente erfassen Sie mit einem Blick. Im Slalom des Stadtverkehrs, beim Überholen auf engen Straßen, bei voller Kraft voraus auf der Autobahn dirigieren Sie den Kapitän mit spielerischer Leichtigkeit. Darum ist er auch Damen so sympathisch.
Nun haben Sie die Summe aller Vorzüge des Autofahrens auf einen Nenner gebracht. Fahren ohne Mühe mit dem Opel Kapitän. Im Frühjahr 1962 wird Norddeutschland von einer schweren Sturmflut heimgesucht. Ganz besonders hart trifft es Hamburg mit vielen Toten und Verletzten. Der Kalte Krieg droht heiß zu werden. Fidel Castro versucht auf Kuba atomare Mittelstreckenraketen zu stationieren. Kennedy und Khrushchev einigen sich in letzter Minute, um einen drohenden Krieg zu verhindern. In diesem Jahr stellen die Beatles erstmalig ihre eigenen Songs vor. Eine Pop-Revolution bricht an. Moment mal, das können Sie hier nicht machen.